Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei euren mobilen Boxen den Logitech Purify Anywhere 2 den Akku wechseln könnt. Was wir dazu brauchen, ist natürlich unser Logitech Purify Anywhere 2. Einfaches Messer, ich habe mal ein Taschenmesser genommen. Zwei Schraubenzieher, es gibt zwei verschiedene Größen von Schrauben. Und es geht auch schon los. Wer sich seine Logitech schon mal angeschaut hat, sieht, es sind, man sieht, findet keine Schrauben. Die sind versteckt unter der schwarzen Abdeckung hier, die wir zuerst lösen müssen. Die ist jetzt nur angeklebt und kann mit einem Messer entfernt werden. Dazu muss man jetzt ein bisschen Vorsicht walten lassen, dass man nichts ruiniert. Zeige ich euch das mal. Fall einfach mein Messer drunter und öffne das. Beziehungsweise löse einfach die angeklebte Abdeckung. Das kann bei euch natürlich noch ein bisschen strenger gehen, weil ich habe das schon mal gemacht und dementsprechend ist jetzt schon einfacher. So, das war schon die Abdeckung. Und so sieht jetzt das nackte Innenleben noch nicht, aber so sieht jetzt die Purify momentan aus. Man sieht jetzt jede Menge Schrauben. Die schwarzen müssen entfernt werden, genauso wie diesen drei kleinen silbernen. Das machen wir jetzt auch gleich. Nächster Schritt ist jetzt, hinten die schwarze Gehäuseabdeckung zu entfernen. Die ist da wieder geklebt, deswegen nehmen wir jetzt wieder das Messer zur Hilfe, um das Gehäuserückseite zu entfernen. Das kann auch wieder bei euch ziemlich streng gehen, da braucht man also ein bisschen Gefühl. So, jetzt sind wir wirklich im Innenleben der Purify und finden jetzt hier den Akku. Das ist. Der ist nochmal mit einer Abdeckung geschützt, die angeschraubt ist. Jetzt einfach da nochmal die Schrauben lösen. Abdeckung öffnen. Die ist auch noch mit einem Kleber befestigt, dass ja nichts passieren kann. So, und wir sind jetzt wirklich am Akku. Der lässt sich jetzt wirklich sehr einfach wechseln. Einfach da den Stecker ziehen. Hier geht es aber ein bisschen streng. So, geschafft. Jetzt müsst ihr euch eine neue Batterie kaufen oder selber basteln. Wieder anstecken, Gehäuse zubauen und dann ist schon die Batterie gewechselt. Man kann auch die Purify ohne den Akku betreiben. Einfach jetzt wieder zusammenbauen und immer übers Ladegerät bzw. halt dem Netzteil angesteckt lassen. Kann man es auch ohne Akku betreiben. So, das war's. Zusammenbauen geht jetzt wie auseinanderbauen. Wer sich einen eigenen Akku basteln mag, dazu gibt es andere Videos bzw. Websites, die sich damit befassen. Danke für die Aufmerksamkeit.